bin der Martin und ich bin 11 Jahre alt. Ich bin blind. Beim gesunden Kind ist es so, die lernen durch ca. 70% durch Zuschauen. Deswegen wird auch die Demonstration im Deutschen Skilehrerverband sehr hoch bewertet. Und bei Martin habe ich das nicht. Deswegen ist das eine sehr schwierige Aufgabe. Erstmal habe ich ihm das Material bzw. die Ski erklärt und habe es ihn abtasten lassen. Die Bindungsbacken vorne, hinten. Die Kanten, den Belag, die Spitze der Ski fühlen lassen. Und dann ging es weiter, das ist dann die Lernebene 1 mit Gehen, Gleiten, Schieben. Sorgen und Ängste habe ich dabei nicht, weil der Martin ist ein Kind, der wo sehr gut das einschätzen kann, wie weit er geht. Und er ist auch schon jemand, der wo gern mal was ausprobiert und dann selber entscheidet, ob das für ihn das Richtige oder das Falsche ist. Der hat da ganz ein gutes Gespür für sich selber. Mein Ziel ist, dass ich mit ihm selber zum Skifahren gehe und mit ihm auch weiter in den Bergen das mit dem Skifahren ausprobiere. Ich denke, dass er dabei bleibt und ich denke, das ist für uns, für die ganze Familie auch eine Bereicherung. So können wir auch im Winter einen Wintersport noch mit ihm machen, der wo für uns alle sicher von Vorteil ist und der wo uns allen sicher Spaß macht.